Moin, moin. Ich stehe hier am Ende einer Geschichte, die mit ganz viel Wasser und mit großen Träumen zu tun hat. Ich bin hier in Frankreich am Ärmelkanal, genauer gesagt an der Straße von Dover. So nennt man nämlich die kürzeste Entfernung zwischen England und Frankreich. Und da drüben, ungefähr 40 Kilometer entfernt, liegt England. Sieht man natürlich nichts von, ist im Dunst. Und seit über 100 Jahren versuchen Leute immer wieder, diese Strecke zu durchschwimmen. Und das, obwohl das sehr gefährlich ist. Erstens ist das Wasser sehr kalt. Zweitens gibt es unheimlich starke Strömungen. Drittens fahren da viele Schiffe kreuz und quer. Und viertens ist es einfach sehr, sehr weit. Kein Wunder also, dass diese Strecke hier als Mount Everest waagerecht gilt. Soll heißen, es ist genauso schwer, diese Strecke zu durchschwimmen, wie den höchsten Berg der Erde zu steigen. Und genau dieses Abenteuer haben sich 6 Jungs und Mädchen vom anderen Teil der Erde in den Kopf gesetzt. Und was sie dabei erlebt haben, das erzähle ich euch jetzt. Das ist Perth, eine Millionenstadt im Westen von Australien. Hier fängt alles an. Sommer, Sonne, tolle Wellen. Wie kann man hier auf die Idee kommen, am anderen Ende der Welt den eiskalten Ärmelkanal durchschwimmen zu wollen? Aber hier in Perth gibt es den Barracuda Schwimmclub. Und genau das haben sich 2 Mädchen und 4 Jungs von diesem Barracuda Schwimmclub vorgenommen. Das sind die 6. David Watts, Harriet Morley, Rory Pilgrim, Katharina Dotz, David O'Connor und Blair Redfern. Das heute ist ein erster Test im Ozean. Dabei will die Trainerin Pauline Prett wissen, wie die 6 sich in der offenen See fühlen und wie sie damit zurechtkommen, wenn dauernd neben ihnen ein Begleitboot herfährt. War es besser auf dieser Seite? Nein, ich konnte nicht sehen. Ich atme zur anderen Seite. Gut, das musst du dir merken. Blair ist der Älteste im Team. Blair ist 14 Jahre alt und ein starker Schwimmer. Der ist so ein bisschen was wie der Clown der ganzen Truppe. Und er selbst hält sich für den Teamchef, auch wenn das Team eigentlich gar keinen Chef haben will. David ist erst 12 Jahre alt, hat aber schon Schuhgröße 48. David ist eigentlich ein Sprinter, aber jetzt will er sich an die langen Strecken heranwagen. Und dafür muss er einen völlig neuen Bewegungsablauf lernen. Die Trainerin ist sehr zufrieden mit ihm, denn David macht große Fortschritte. Okay, Rory ist der Nächste. Wir sind gut unterwegs. Auf geht's, setz deine Kappe auf. Der Kleinste und Härteste im Team ist Rory. Der ist erst 12, aber sehr ehrgeizig. Der kann zum Beispiel 1000 Sit-Ups ohne Pause. Und in seiner Klasse hält er den Rekord über 1500 Meter. Später will er mal den Ärmelkanal ganz alleine durchschwimmen. Und Pauline glaubt, er hat eine große Zukunft als Schwimmer. Der zweite David im Team ist 14 Jahre alt. Er ist ein schneller Schwimmer im Pool, aber er hat Angst vor dem offenen Meer, denn er leidet an Asthma. Du warst auf dieser Seite wegen der Abgase auf der anderen Seite. Bist du damit zurechtgekommen? War es okay, vor dem Boot zu schwimmen? Klar, ich habe versucht, das Boot zu schlagen. Du bist mit dem Boot um die Wette geschwommen, das fand ich toll. Auch einige Eltern sind beim Training dabei. Alle schauen angespannt aufs Wasser, denn hier gibt es Haie. Deswegen fahren noch einige Kanus nebenher und passen auf. Harriet lacht gerne. Sie ist die Jüngste im Team, gerade mal erst 12 Jahre alt geworden. Harriet schwimmt heute zum ersten Mal im offenen Meer und es hat ihr Spaß gemacht. Pauline glaubt, dass sie schon bald mit den Älteren gut mithalten kann. Pauline selbst stammt eigentlich aus England, die lebt aber in Perth. Pauline ist mit Leib und Seele Trainerin. Schon einmal hat sie einen Schwimmer auf den Ärmelkanal vorbereitet und sie glaubt, dass die 6 Jugendlichen es schaffen können. Die 6. im Team ist Katharina. Katharina ist 14 Jahre alt und hat im Moment ein kleines Problem. Sie hat Schmerzen im Rücken. Und im Training muss sich jetzt herausstellen, ob sie dieses Rückenproblem in den Griff kriegt, um diese lange Strecke zu schaffen. Dieser erste Test heute ist gut gelaufen. Das ist gut für das Selbstvertrauen von jedem Einzelnen in der Gruppe. Aber bis zum Ärmelkanal ist es noch ein weiter Weg. Wenige Tage später treffen sie jemanden, der diese Tortur schon mal geschafft hat. Das ist Mark Crowther. Okay, das ist also der Kanal. Von hier nach da, an der kürzesten Stelle, sind es 38 Kilometer. Aber in dieser direkten Linie kann man nicht schwimmen. Meistens schwimmt man 40 bis 60 Kilometer. Das ist eine Riesenstrecke.
Wenn man fast drüben ist und den Leuchtturm sieht, warum schwimmt man da nicht einfach weiter geradeaus? Das habe ich mich auch gefragt. Aber man kommt nicht gegen die Gezeiten, gegen Ebbe und Flut an. Die Strömung zieht dich zurück aufs Meer. Ihr braucht vielleicht 6 Stunden bis hierher. Und wenn dann die nächste Ebbe kommt, dann braucht ihr weitere 6 Stunden für das letzte Drittel der Strecke. Vieles liegt nicht in eurer Hand. Es ist das Wetter und der Kanal macht, was er will. Ihr müsst euch auf das Schlimmste gefasst machen. Die Trainerin und ihr Team nehmen Marks Warnungen sehr ernst. Ab jetzt ist Trainingsbeginn schon um 5 Uhr morgens. Jeden Tag, trotz Schule und anderer Verpflichtungen. Ausdauertraining. 40 Kilometer. Jede Woche. Endlose Bahnen. Hey, ich möchte bessere Zeiten sehen. Können wir etwas schneller schwimmen, bitte? Harriet, lass sie nicht davonziehen. Bleib dran. Und am Nachmittag, nach der Schule, geht's weiter. Und allen ist klar, wenn sie es schaffen wollen, können sie es nur zusammen schaffen. Und dieses Gefühl schweißt sie zusammen. Längst ist das Schwimmbad zur zweiten Heimat geworden. Du bist blind und läufst durch einen Wald. Mach die Augen zu. Und jetzt finde deinen Weg wieder raus. Gegen einen Baum gelaufen. Um das Team so gut wie eben möglich auf das Abenteuer ihres Lebens vorzubereiten, hat Pauline einen besonderen Trainingsplan entwickelt. In den kommenden Monaten muss sie die 6 nämlich bis an ihre Schmerz- und an ihre Leistungsgrenze bringen. Zuerst müssen die Kraft und die Ausdauer verbessert werden. Das macht sie mit einem Gewichtgürtel und einem einfachen Schwamm. Und wenn der sich mit Wasser vollsaugt und man den hinter sich herziehen muss, dann muss man ganz schön ackern. Bei diesem harten Trainingsplan müssen natürlich auch die Eltern mitspielen und der Trainerin vertrauen. Das ist zum Beispiel der Papa von Blair. Denn wenn das ganze Unternehmen überhaupt gelingen soll, erfordert das eiserne Disziplin. Und die ist nicht ganz einfach. Besonders nicht für den selbsternannten Teamchef Blair. Blair, schwimm weiter. Blair, los, weiter schwimmen, nicht anhalten. Egal, was passiert. Du musst jetzt weiter schwimmen, Blair. Mürrisch, aber dann doch, macht Blair weiter. Aber nach dem Training ist noch eine kleine Aussprache fällig. Nein, nein. Blair, Blair. Bitte keine Widerrede. Es ist nicht leicht für Blair. Aber er muss lernen, den Anweisungen der Trainerin zu folgen, wenn das ganze Unternehmen überhaupt Erfolg haben soll. Okay, auf geht's. Der nächste Trainingsabschnitt ist nachts schwimmen im Ozean. Sie sollen die Angst vor der Dunkelheit verlieren. Denn wenn sie den Kanal am Tag nicht schaffen, dann werden sie auch bei stockdunkler Nacht weiterschwimmen müssen. Und da dürfen sie dann keine Angst mehr haben. Kommt raus! Rauskommen, bitte! Wie war's? An was habt ihr gedacht? Haie! Aber es wird natürlich nicht nur geschwommen. 2-mal in der Woche geht's ab ins Fitnessstudio. Zum Ausdauertraining kommt jetzt noch ein Muskelaufbautraining dazu. Und besonders Katharina versucht mit Hilfe eines Trainers ihr Rückenproblem in den Griff zu bekommen. Die Zeit vergeht und auch in Australien wird es mal Winter. Und im australischen Winter ist es so kalt wie in England im Sommer. Der richtige Zeitpunkt für das Kältetraining. Ihr werdet jetzt 1,5 Stunden schwimmen, ohne die Füße auf den Grund zu setzen. Denn das geht hier. Wir schwimmen im Flachen.
Aber das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist stehen bleiben und kalt werden. Die Muskeln werden sofort steif. Also immer schön in Bewegung bleiben. Auf geht's und viel Spaß. Von Spaß kann kaum die Rede sein. Den Sechsen zittern schon jetzt die Knie. Aber es geht halt nicht anders. Denn der Kanal ist höchstens 13 bis 16 Grad warm, so kalt wie jetzt das Wasser hier. Kälte kostet einfach Kraft und Energie und darauf müssen die Sechs vorbereitet sein. Eine Stunde vergeht. David, schwimmen! Und dann passiert es doch. Komm, schwimm zum Strand! David kann einfach nicht mehr. David, komm, schwimm zu mir! Er ist sehr gewachsen in den letzten Monaten und hat weniger Fettreserven als die anderen. Beweg dich, komm, David! Sein Körper rebelliert. Die Muskeln sind einfach verkrampft. Okay, komm, David. Kriegst du Luft? Tief durchatmen. Einfach laufen, das ist gut. Tut das Bein weh? Okay. Wir holen dir was Warmes. Was hast du dabei? Komm, leg deine Arme um mich. Den anderen auch. Lass dich ein bisschen aufwärmen. Ja, das war ziemlich kalt heute. Aber David hat eine Stunde geschafft. Das ist gut. Okay. Aber, und das habe ich auch David gesagt, ich werde euer Training etwas zurückschrauben und euch erlauben, mehr zu essen und zuzunehmen. Ihr müsst wirklich zunehmen. Ihr seid alle sehr gut trainiert. Daher werden wir in den nächsten Wochen etwas weniger machen. Und ihr nehmt zu, so viel ihr könnt. Die Fitness wird nicht leiden, wenn ihr weiter trainiert. Aber wir werden nicht mehr so hart arbeiten. Ein paar Tage später treffen sich die Jugendlichen im Clubhaus. Pauline und der Schwimmclub haben den Bergsteiger Ko Sui eingeladen, der gerade den Mount Everest bestiegen hat und der sich damit einen Traum erfüllt hat. Und alle sind natürlich gespannt zu hören, was er davon zu erzählen hat. Ich will meine Everest-Erfahrung mal so zusammenfassen. Mut ist die Kraft, das Bekannte hinter sich zu lassen und sich Neuem zu stellen. Schmerzen gehen vorbei. Ein, zwei Stunden, eine warme Dusche, dann ist es vorbei. Lance Armstrong hat mal gesagt, Schmerzen gehen vorbei, aber aufgeben, das ist für immer. Am 22. Juni in Australien, den kürzesten Tag des Jahres, ein letzter Härtetest. Draußen sind es nur 3 Grad Außentemperatur und im Pool nur noch 13 Grad. Aber keiner steigt aus und auch David stürzt sich ein paar Wochen nach seinen Qualen wieder ins eisige Wasser. Das ist das letzte Training in Australien. Topfit und sicher auch ganz aufgeregt steigen alle ein paar Tage später in das Flugzeug auf die andere Seite der Welt. Endlich, nach 12 Monaten Vorbereitungen, geht's los. Vor ihnen liegen 25 Stunden Flug und eine große Herausforderung. Und so fliegen sie vom australischen Winter in den englischen Sommer, der fast noch kälter ist als zu Hause der Winter. Und obwohl sie sich darauf vorbereitet haben, ist doch alles ziemlich ungewohnt. Und vielleicht jetzt noch was zu den Spielregeln der Kanalüberquerung. Bei Jugendlichen ist es so, dass die nicht alle die ganze Strecke schwimmen müssen, sondern jeder von ihnen muss nur eine Stunde schwimmen. Dann kommt der Nächste ins Wasser, wieder eine Stunde und dann der Nächste. So ähnlich wie beim Staffellauf. Und deswegen starten sie auch als Team. Kommt mal her, lasst euren Krempel da liegen. Blair, Mädels.
Ich möchte euch Allison Streeter vorstellen. Allison ist die Königin des Kanals. Wie oft bist du durchgeschwommen? 43 Mal. 43 Mal. Sie hat dafür sogar einen Orden bekommen. Das Schlimmste ist das Warten auf den nächsten Einsatz. Und auch wenn euch schlecht ist, macht euch nichts draus. Das gehört dazu, auch wenn ihr kotzen müsst. Einfach weitermachen und das Beste geben. Auf den Teamgeist kommt es an. Und hinten auf ihrem Sweatshirt steht, ohne Schmerz kein Gewinn, oder auf Deutsch könnte man vielleicht sagen, ohne Schweiß kein Preis. Und dann geht's auch gleich los. Pauline will vermeiden, dass die Jugendlichen sich in England wie im Urlaub fühlen. Und sie weiß aus Erfahrung, dass schon wenige Tage ohne Training genügen und man ist nicht mehr in Form. Also nix wie rein ins Hafenbecken von Dover. Hey Leute, keine falsche Müdigkeit. Bewegt euch! Wenn man an das Wasser in Australien denkt und sieht dann hier diese trübe Brühe, dann kostet es wahrscheinlich schon eine gewisse Überwindung, da reinzuspringen. Weiter schwimmen bitte. Ich habe euch noch nicht herausgerufen. Nein, ich entscheide, wann ihr rauskommt. Weitermachen. Weiter. Alle ziehen ihre Bahn, aber irgendwann macht Harriet schlapp. War es kalt? Die Temperatur ist okay. Ich bin nur müde. Das Wasser war okay. Es war gar nicht so salzig, wie ich gedacht habe. Aber es macht richtig Angst, wenn man nach unten schaut. Richtig eklig. Und du kannst den Grund nicht sehen. Immerhin schmeckt es nicht so schlecht. Und dann kommen auch die anderen, ein bisschen ölverschmiert und sichtlich wenig begeistert, aus der Brühe. Das Basislager ist eine Jugendherberge, ein paar Meilen von Dover entfernt. 4 Tage sollen sie sich hier akklimatisieren und sich an den veränderten Tag- und Nachtrhythmus gewöhnen. Wann sie schwimmen werden, wissen sie nicht. Alles hängt von Wind und Wetter ab, von Ebbe und Flut. Sie haben genau 10 Tage Zeit. Wenn das Wetter jetzt nicht mitspielt, war alles umsonst. Also heißt es essen, früh schlafen gehen, früh aufstehen und immer weiter trainieren im trüben Meer. So lange, bis sie endlich starten können. Aber alle schwimmen gut und sind hochmotiviert. Nur Harriet macht Pauline Sorgen. Lass die anderen nicht davonziehen. Du musst an denen kleben bleiben. Die helfen sich gegenseitig und du kriegst nichts mit vom Teamgeist und der Kameradschaft im Wasser. Aber das hast du gar nicht nötig, denn du bist genauso gut wie die anderen. Seit sie in England gelandet sind, schwimmt Harriet lustlos und unkonzentriert. Pauline muss sie ziemlich hart rannehmen, denn auch Harriet muss sich alle Mühe geben, wenn sie es als Team schaffen wollen. Hi Eddie, Pauline hier. Ich bin am Hafen von Dover. Gibt es eine Möglichkeit, morgen zu schwimmen? Oh, gut. Okay, Leute. Ich habe gerade mit Eddie gesprochen. Ich soll in 4 Stunden wieder anrufen. Es sieht gut aus für morgen. Na, endlich eine gute Nachricht. Auch die Sonne zeigt sich mal kurz und sofort ist die Stimmung im Team klasse. Aber die Ernüchterung folgt kurze Zeit später. Hallo.
Oh, geht es doch nicht. Leute, können wir kurz miteinander reden? Wir schwimmen doch nicht morgen. Sorry, Rory, es wird Sonntag oder Montag werden. Okay, Sir. Nenn mich nicht Sir. Okay, Coach P. Danke. Hey, Coach P. Danke. Diese Ungewissheit nervt. TBP. Da drüben, irgendwo im Nebel, liegt Frankreich. 40 Kilometer entfernt, der Everest waagerecht. Nur 700 Schwimmer haben es geschafft in 130 Jahren. Am Willen liegt's nicht. Das Wetter muss einfach stimmen. Hi, Eddie. Hier ist Pauline. Okay, Leute. Ratet mal. Wir schwimmen nicht. Wir schwimmen. Wir schwimmen. Endlich ist es soweit. Der ersehnte Moment ist gekommen, auf den alle so gewartet haben. Um 8 Uhr morgens verlässt das Team den Hafen von Dover und tuckert gemütlich zum offiziellen Startplatz. Der Mann, ohne den jetzt nichts mehr geht, ist Eddie Spelling. Seit 20 Jahren macht er diesen Job. Seit 20 Jahren lotst er Kanalschwimmer aus aller Welt, von England nach Frankreich. Die See ist ruhig. Pauline will einen schnellen Startschwimmer und entscheidet sich für David. Aber weil Eddie mit dem Boot nicht ganz ans Ufer kann, muss David erstmal ans Ufer schwimmen. Und wenn er da angekommen ist, bekommt er von Eddie ein Startsignal. Dann springt er ins Wasser und ab dann läuft die offizielle Zeit. David beginnt mit einem kleinen Sprint. Dann wird er etwas ruhiger. Er muss sein Idealtempo finden. Ist er zu langsam, kann ihm die Kälte zu schaffen machen. Verausgabt er sich zu sehr, dann riskiert er eine Asthma-Attacke. Wir erinnern uns an den Anfang. David ist ja der, der an Asthma leidet. Schnell sein müssen sie auf jeden Fall. Sie müssen die Ebbe nutzen und in der Mitte des Kanals sein, bevor die Flut kommt. Sonst können nämlich aus den erhofften 11 oder 12 Stunden schnell auch mal 18 oder 20 Stunden werden. Da ist auch Allison wieder. Sie fährt mit als offizielle Beobachterin. Genau hier will ich ihn haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die meisten schwimmen mal schneller, mal langsamer. Dieser junge Mann hier ist ein guter Schwimmer. Das sehen wir sofort, denn wir brauchen den Motor nicht an- und abzuschalten. Der ist gut. Komm weiter, David. Noch 5 Minuten. 5! Nimm die rechte Seite und schwimm los. Das ist die richtige Richtung. Du wirst denken, es dauert Stunden, aber wir werden in wenigen Minuten wieder bei dir sein. Warte, bis dein Freund wieder auf der Leiter ist. Und dann geht's weiter. Rory ist der Zweite. Davids Stunde ist rum. In dieser Zeit hat er 5 Kilometer geschafft. Gut gemacht. Du hast uns gut ins Rennen gebracht. Wie fühlst du dich? Trockne dich so schnell wie möglich ab und zieh die nassen Klamotten aus. Das ist ganz wichtig. Nach dem ersten Abtrocknen ein Griff zum Asthma-Spray. Danach muss sich David ausruhen, denn er muss heute auf jeden Fall noch mal ins Wasser. In der Zwischenzeit ist Rory unterwegs. Wir haben belegte Brote, haufenweise Schokolade, haufenweise Müsli-Riegel, lauter leckere Sachen. Essen ist doch was Aufregendes. Und Schwimmen natürlich auch. Ist das eure Kriegsbemalung? Das hier? Das da? Ja. Na, sag ich doch, Kriegsbemalung.
Blair ist der Nächste, sein Vater ist auch dabei und kümmert sich schon mal um die Schwimmbrille. Eine ganze Stunde schwimmen, das ist der wahre Spaß. Ich liebe Schwimmen. Blair versucht seine Nervosität mit coolen Sprüchen zu verbergen. Ich schwimme gegen die Strömung, mit meinen lackierten Fußnägeln. Blair? Du schwimmst quer zur Schifffahrtslinie. Also, wenn du links ein paar Riesentanker siehst, einfach nicht drum kümmern. Eigentlich ist Roris erste Stunde jetzt um. Aber wie immer, wenn er einmal im Wasser ist, ist er kaum mehr rauszuholen. Ich gehe nach hinten und hole ihn. Endlich begreift Rory, dass seine Zeit um ist. Der Wechsel klappt, Blair legt los, aber auch Rory muss sich beeilen, um an die Leiter zu kommen. Denn Eddie will das Boot so schnell wie möglich wieder neben dem Schwimmer haben. Prima, Rory! Komm her, schnell! Wie geht's dir? Gut? Du warst schnell, klasse. Guter Mann. War ich schneller als David? Typisch für Rory. Er ist der Ehrgeizigste in der Truppe. Jetzt in der dritten Stunde werden die Wellen höher. Hunderte von Schiffen durchqueren den Kanal jeden Tag. Und Blair schwimmt zwischen Tankern und Fähren. Die Stimmung an Bord ist prima. Alle schwimmen bis jetzt unglaublich gut. Die nächste ist Katharina. Sie macht sich schon mal fertig und greift zur Vaseline, damit der Badeanzug nicht scheuert. Willst du dich nicht lieber setzen? Soll ich auf das Signal warten? Ein kleiner Augenblick der Verwirrung, dann löst sie Blair ab. Aber auch der muss sich beeilen, um das Boot noch einzuholen. Pass auf deine Hand an der Leiter auf, Blair. Gut gemacht, Junge. Vorsicht! Kann ich mich setzen? Danke. Gut gemacht, Blair. Du bist prima geschwommen. Guter Junge. Da war eine riesige Qualle. Mensch, die ist mir die ganze Zeit gefolgt. Ach, darum warst du so schnell. Ich wollte schreien. Ich dachte, die greift mich gleich an. Katharina, die zuverlässig ist unterwegs. Die kann fast jedes Tempo halten und die Langstrecke ist genau das Richtige für sie. Schon die vierte Stunde rum. Jetzt löst sie der andere David ab. Trotz hoher Wellen und starker Strömung hat auch Katharina 4 Kilometer geschafft. Gut gemacht. Komm, setz dich. Du bist großartig geschwommen. Das war so gut. Gleich kannst du dich unten ausruhen. Guter Junge, Dave. Sieht gut aus. Während der eine David im Wasser ist, ist der andere David längst unter Deck und versucht, sich ein bisschen auszuruhen. Auch Blair macht es sich bequem in der Koje, denn beide müssen in ein paar Stunden wieder ran. Was hatte Allison gesagt? Das Warten auf den nächsten Einsatz, das ist das Schlimmste.
Auf Katharina wartet ein Brief von ihrer Mutter, den sie aber erst nach dem Schwimmen öffnen soll. Sie sagt, wie stolz sie auf mich ist und so. Richtig süß. Katharina weint Tränen der Freude und der Erleichterung. Denn wegen ihrer Rückenprobleme stand lange Zeit nicht fest, ob sie überhaupt mitmachen kann. Das sind Freudentränen. Auch David ist unheimlich schnell unterwegs. Und obwohl er in den letzten Monaten sehr gewachsen ist, konnte er doch seine Leistung immer weiter steigern. Plötzlich herrscht Aufregung an Bord. Alle Schwimmer sind sehr viel schneller als erwartet. Eddie war gerade hier, um zu sagen, dass, wenn wir weiter Glück haben mit der Flut und den Kurs halten können, dass wir dann eine Chance haben, den Weltrekord zu brechen. Das wäre phänomenal. Schauen wir mal. Würdest du wetten, Allison? Was setzt du? Nee, ich warte noch ab. Also plötzlich ist die Stimmung ganz fantastisch an Bord. Eigentlich hatten sie ja nur vor, es zu schaffen, den Kanal zu überqueren. Von einem Rekord oder gar Weltrekord war nie die Rede. Aber jetzt ist er in greifbarer Nähe. Die sind in der Mitte, nah genug. Noch etwa 200 Meter. Nach Allisons Messung haben sie es, wie erhofft, mit der Ebbe bis ungefähr in die Mitte des Kanals geschafft. Noch 4 Minuten, dann muss Harriet ins Wasser. Und Harriet ist, wie wir ja wissen, ein bisschen Paulines Sorgenkind. Niemand weiß, wie sie drauf ist und wie sie es schaffen wird. Denn bis jetzt war ihre Stimmung in England ja nicht so doll. Ich habe mir die Beine rasiert. Dann wirst du nur so flitzen. Ich habe meine auch rasiert. Deshalb warst du so schnell. Ich glaube nicht, dass die Jungs das gemacht haben. Die hätten es besser auch getan. David hat jetzt die Mitte des Kanals erreicht. Harriet bereitet sich vor. Vieles hängt jetzt von ihrer Leistung ab. Wenn sie gut durchhält, dann ist die Chance auf den Weltrekord ein Stück größer geworden. Du bist in eine Qualle geschwommen. Hat's wehgetan? Nee, hat nicht wehgetan. Nein, du bist Australier. Die Dinger hier sind winzig im Gegensatz zu unseren. That's right. Okay, Sunshine. Okay. Bis jetzt macht Harriet ihre Sache sehr gut. Dann kommt der Startschwimmer David, nach der Ruhepause etwas zerknittert an Deck. Du siehst gut aus. Gut geschlafen? Nein? Also, wirst du es packen? Du weißt, was los ist. Ihr drei könnt das Ding festklopfen. Den Rekord. Wenn du richtig reinhaust. So stark ist sie, glaube ich, noch nie geschwommen. Harriet bringt ihre Etappe zu Ende, als hätte es nie eine Krise gegeben. Und dann ist der Startschwimmer David zum zweiten Mal im Wasser. Well done, Harry. So gut bist du schon lange nicht mehr geschwommen. Tolles Mädchen. Komm, setz dich. Super geschwommen. Und du hast dein Tempo gehalten und alles gegeben. Tolles Mädchen. Los, David! Die Stimmung an Bord ist großartig. Jetzt hat alle der Ehrgeiz gepackt. Jetzt wollen sie alle den Rekord. Und weil alle bisher so schnell geschwommen sind, trägt auch die Flut sie jetzt weiter nach Frankreich. Die Flut ist günstig.
Ja, immer noch nach vorne, oder? Sie trägt uns genau aufs Kap. Ah, das wird ganz knapp. Aber man sieht, David muss kämpfen. Erinnert euch, David ist der mit dem Asthma. Er atmet schwer. Und Bill, der offizielle Zeitnehmer, stellt fest, dass seine Schlagzahl sinkt. Das heißt, er schwimmt nicht mehr so schnell. Wenn David jetzt nicht durchhält, dann ist es vorbei mit dem Rekord. Für alle. Zehn Minuten muss David noch. Aber er hat nichts mehr zuzusetzen. Es geht jetzt um jede Sekunde. Aber David schwimmt fast auf der Stelle. Rory macht sich fertig. Auch er muss zum zweiten Mal ins Wasser. Allison hält große Stücke auf ihn, aber was kann er bringen? Er muss, wenn es klappen soll, so schnell schwimmen wie noch nie in seinem Leben. Hier, David! Schwimm! Schneller! Schnell! Schnell! Wir müssen weiter! Nimm die Leiter! Schnell, Dave! Wir müssen weiter! Verdammt gute Leistung! Ich hab ihn! Du bist verdammt gut geschwommen! Komm, ich helfe dir! Du brauchst heute nicht mehr rein, das war's! Come on, this guy. Oh, sorry. That's a boy. Very good work. Well done, Allison. Sorry. Come on. You did it. Next one. Yeah, come on, Sunshine. Du hast es geschafft. Komm, lass uns hier auf den Stuhl setzen. Okay, good. Right, that's it. Come on, David. Sit yourself down here. There. Good man. Gut. Das war großartig. David ist fix und fertig. Rory! Rory! Da lang! Oh, Rory, schwimm da lang! Da lang! Da! In der ganzen Aufregung um David hat niemand gemerkt, dass Rory die Orientierung verloren hat und in die falsche Richtung schwimmt. Endlich bemerkt er seinen Irrtum und ändert seinen Kurs. David hat während des Schwimmens viel Salzwasser geschluckt und musste sich häufig übergeben. Du hast es geschafft. Hast du Blair gehört? Er macht Frühstück für dich, solange wir hier sind. Was für eine Leistung. Tief durchatmen, Junge. So ist gut. Alle sind ganz begeistert von David, denn trotz aller Schmerzen hat er bis zum Ende durchgehalten. Die Spannung steigt. Frankreich kommt immer näher. Allison misst noch mal genau nach, wie viel Strecke denn noch übrig bleibt. Und Rory schwimmt so schnell wie vor ihm noch keiner. Er will den Rekord um jeden Preis. Und schon macht sich der Nächste fertig. Das ist Blair. Vor allem Tempo halten. Guter Mann, ich bin stolz auf dich. Sein Papa feuert ihn an. Wenn alles klappt, könnte Blair der Schlussschwimmer sein. Noch ist der Rekord möglich. Blair weiß, was von ihm abhängt und haut unheimlich rein. Aber auch wenn die Flut hilft, weiß keiner, ob er das schaffen kann. Gut gemacht, Rory. Willst du was trinken? Ja, bitte. Erstmal Wasser? Ja.
Was macht unser Rekord? Ich glaube, wir sind noch dran. Aber wenn es klappen soll, dann muss Blair die letzten 3 Kilometer in unter 40 Minuten schwimmen. Schneller als jemals zuvor. Als nächstes wird ein Schlauchboot ins Wasser gelassen. Denn das Wasser wird irgendwann so flach, dass Eddie mit seinem Boot nicht näher an die Küste ran kann. Und Blair kämpft für sich, sein Team und für den Rekord. Alle an Bord feuern ihn an. Und zittern mit ihm. Irgendwann bleibt Eddies Boot zurück. Das Wasser wird zu flach, er kann nicht weiter an die Küste. Und Blair pullt, was das Zeug hält. Eddies Boot wird immer kleiner, dann sind es nur noch wenige hundert Meter. Dann nur noch 100 Meter bis zum Strand. Und irgendwann spült eine letzte Welle Blair auf die Felsen von Cap Grenet in Frankreich. Der Kanal ist geschafft. An Bord wird die Zeit gescheckt. Und tatsächlich, es hat geklappt. 8 Stunden 43 Minuten. Weltrekord. Toll gemacht, Blair. Das war ganz toll. Wir haben ihn gebrochen, Blair. Blair tut nur noch alles weh. Aber weder das Team noch die Crew können es fassen. Sie haben tatsächlich den Weltrekord geschafft. Sie haben den Rekord mit 1 Minute 20 Sekunden Vorsprung gebrochen. Wahnsinn, mein erster. Unglaublich. Das war ein 20 Jahre alter Rekord. Den zu brechen? Einfach großartig. Niemand kannte diese Jugendlichen vorher. Niemand hat von ihnen so eine besondere Leistung erwartet. Und dann das. Ein 20 Jahre alter Weltrekord ist gebrochen. Und damit geht ein denkwürdiger Tag zu Ende, den alle wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen werden. So, das war meine Geschichte von einer sehr großen Anstrengung und von einem sehr großen Erfolg. Da kann man wieder sehen, was alles möglich ist, wenn man nur hart genug für seine Träume arbeitet und sich nicht einfach unterkriegen lässt. Habt ihr auch solche Träume? Also, bis bald, euer Armin.